Genauso wichtig wie die Feldbluse ist die Feldhose für die Darstellung. Bei der Wehrmacht gab es mehrere Versionen an Feldhosen. Ich muss aber hier im Vorfeld betonen, die Bezeichnungen wie M40 Feldhose sind erst nach dem Krieg entstanden, um die Hosen zu kategorisieren. Als erstes wäre da die sogenannte M37 Feldhose, welche eine simple Hose aus steingrauem Wolltuch darstellte, die mittels Hosenträgern getragen wurde. Die M37 wurde ersetzt durch die M40 Feldhose, welche den gleichen Schnitt hatte, aber nun aus demselben feldgrauem Wolltuchstoff war wie die Feldblusen. Basierend auf der Erfahrung mit den vorherigen Hosen wurde dann die M43 Feldhose entwickelt. Die M43 war anders geschnitten und konnte auch zusätzlich mit Gürtel getragen werden. Dazu hatte diese im Schrittbereich Stoffverstärkung. Die letzte Feldhose war die M44 Feldhose, welche passend zur M44 Bluse designt wurde. Mehr dazu findet ihr in diesem Video auf unserem Kanal.